Endlich ist es soweit, GTA 5 Online erscheint auf diesem Kanal mit Map GTA Online. Was habe ich gesagt? GTA 5 Online. Ich muss mich witzig fühlen. So, ja, dabei ist, ja, bin ich. Das schon alles, der Kevin, ne? Der Kevin, und, ja. Wir haben Stissel hier und der Luke und der Peer und dann wollen wir mir auf Spielen drücken. Wir fangen mit dem Heist, der Gefängnisausbruch an. Wir können euch leider derzeit noch nicht den ersten zeigen, weil wir den schon gemacht haben und irgendwie geht das noch nicht. Dass wir irgendwie kommt das auch ein bisschen bereits abgeschlossen so, Heist. Ein bisschen so 2-3-10 Wochen zu spät, das Video. Das stimmt, weil wir technische Probleme haben. Ja, guck mal, jetzt kommen wir bestimmt gleich der typische Vorfall. So, what? Mr. Crest said we should talk about work. But ja. Oh, krass G. Is there a room in the back or something? Cool, I'll get set up. Warum sind unsere Typen immer stumm? Weil das online ist und man die Stimmen nicht synchronisieren kann. Sonst hätte ja jeder die gleiche Stimme. Mr. Crest said you might be able to help me out with something. Würde ich jetzt was so sagen. So that's clear, ja. Alter, wir hatten da die fette Schusswunde. Ich. Involved. Just a bystander doing a favor. And this is not an offer of employment so much as an opportunity. And, well, anyway, that's just getting a bit technical. But the point is, sometimes our fair and legal justice system makes mistakes. And nein. This is one such doch, time. Mit der Minigun. Here he is, Professor Maxim Rashkovsky. Das darf nicht jeder wissen. Oh, sie aussieht Walter White. Ich hab keinen Waffenschein. Auch nicht? Polymath, vain, wahrscheinlich ist es der Berg. Tedious, ja, Spoiler. Control freak, geneticist, weapons development, engineer, car nut, but definitely not a people person. Accused of espionage along with everything else? You don't remember? Well, lucky you. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does, yada yada yada, makes you want to puke. He's a goddamn traitor. I mean, he's rat, but he pays. Ja, das Geile ist, das kennen wir alle schon, ne? Ne, ich noch nicht. Commit, but, well, let's just say, money talks and ja, is going to walk. So, und sehen wir oder so, ja. Things to get ready, all pretty straightforward. Do them one at a time, but any way you like. Standard op for a GovFac breakout, if you know what I mean. Rad. Alright, first thing's a plane. Then we got das sieht ja alle drei Minuten, dass man aus dem Gefängnis ausbricht. Oh, ja? So normal, ne? On that later. Let me show you. We need a plane to get the professor out of the country. It's currently being used to traffic drugs by a transnational street gang, the Vagos. The bus. We need a standard Bolingbrook transport vehicle. The least traffic is on the route from Palito Bay. All right? That's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row station. Go in unarmed, play it cool. You might not have a problem. That's a two-person job, max. The other two-hander is our guy's prize Casco. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft ring. Okay. Mr. Crest said you guys are at least semi-competent, so, well, Professor Rashkovsky pays well. Ja, zahlt gut, sich schon nicht schlecht an. Zahlt gut ist aber... So, also, wir sind jetzt im Menü. So, wir können erstmal, will ich mal kurz mal erklären, was ein Heist ist überhaupt? Oh, guck wenn mal, die Begeisterung, Alter. Die Menschen, ja, die alle, also das ist genauso, wie ich und Nick jetzt einmal erst überlegt haben, erklären wir im Avengers-Podcast die Handlung von Avengers? Nee, die Menschen, die nicht hinterm Mond leben, die wissen, worum es geht. So, also, los geht's hier. Ja, ja gut, ja, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Mission vor uns. Wie viel Vorbereitungen sind das jetzt? 4 Stück? Nee, 3. 3. So, ja, wir fangen 4. mal mit... Nee, 3. Ordentlich Abschluss. Abschluss ist doch der letzte, oder nicht? Gefängnisausbruch. Das ist die letzte Vorbereitungsmission. Stimmt. Du musst erstmal diese 3 Vorbereitungsmissionen machen, dann darfst du die 4. Vorbereitung machen und dann kommt der Heist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten an, Gefängnisausbruch Flugzeug. Ich starte mal die Mission, ja? Bin ich auch müde heute, meine Güte. Machen. Weiß ich nicht. Wie kommt das bloß? Meine Güte. Nämlich. Fußball ging zu lange jetzt. Was denkst du, Schwierigkeit soll auf schwer machen oder auf normal? Wir haben auf schwer, glaube ich, gemacht. Da sind wir aber am Ende einfach mit dem Auto reingefahren. Ich mach ins Flugzeug mach gestiegen und schnell abgehauen. Na gut, dann nehme ich vor, es war cool. Feste Kamera nicht, bitte. Ja? Gut, dann lass ich das so, ne? Das sind die Missionen, ne? Ja. Oh, gut. Dann würde ich sagen, let's go. Kannst du, darf ich Pilot aber, sein, Tore? Ich möchte aber Bodentrupp sein, ich möchte kein Pilot sein, fliegen. Ja, also, dann bin ich Pilot und du gehst rüber. Ja, ich bin jetzt alleine Bodentrupp, what the fuck. Du Gast. Okay, dann. Ich bin Bodentrupp. Team Beitreten. Ah, jetzt bin ich dabei. So, wie sehen wir? 0?
Achso, Handy ausmachen. Echt mal, Peer. Nimm sowas. Willst du direkt will was von mir? Yo, hier, Ghetto Gangster, was? Gibt's hier, auch die Mülltüte wieder hier? Nee. Da, ja, ich nehm das Klebeband wieder. So, doch, hier muss Klebeband kommen. Autos richtig, ich bin bereit. Ich bin immer bereit. Wieso ist hier eigentlich die ganze Zeit stumm? Na, ich muss da ein bisschen Musik hinterlegen, weil das sonst ist echt, ein bisschen kacke. Nee, hier ist eh keine Musik, das ist normal. Echt? Aber das ist so stumm, Alter, das ist langweilig. So, die Pürsten. Doch, langweilig. Die vier Jonas Brothers hier am Start. Erstmal die Glotze und den Ton hier anmachen. Ihr müsst gleich. So, was müssen wir machen? Ihr müsst gleich ein paar Leute abhalten. Ich muss das Flugzeug klauen. Begib dich zum Mackenzie-Flugfeld. Das machen wir auch gerne, würde ich sagen. Gut, zum weißen Platz. Beim letzten Mal haben wir das 7 gemacht. 7 Kilometer, ja? Ihr habt, der Bodentrupp hat die einfach erledigt. Ich bin mit dem Fahrzeug da reingefahren und hab einfach schnell das Flugzeug genommen. Während wir hinfahren, können wir ein bisschen erzählen, Doris. Ja, aber was sagen wir momentan zu GTA 5? Also ich find's noch, ich bin noch relativ am Anfang des Spiels. Warte mal, ich muss kurz die Soundstelle anpassen. Du hast auch PS3 noch nicht gespielt, muss man sagen. Du bist einer wenigen, die erst am PC eingestiegen sind. Ja. Oh ja, Untermensch. Untermensch, nennst du mich? Das du bist immer ein Untermensch. Oh, nicht gar nicht komplett aus. Das ist so. Musik aus der Ja. So muss es gehen. Alles klar. Gut, ich komm. Wir gehen gerade aus, also Finger auf R2 und Fernbedienung holen. Ich muss Fußball nehmen, ohne Toner machen. Ja. Schon wieder Fußball. Ich hab den ganzen Tag Fußball gespielt. Das Controller-Kabel ist wieder Pokal, ne? Zweites Halbfinale. Ah! Oh. Juckt niemanden. Kevin ist wieder Fanboy. Das Spiel gestern hat echt alles getoppt, ey. Das war halt also in Gear auf jeder Seite schon nichts angekommen. Ich der BVB noch gewonnen hat, lecker mal. Pimmel. Oh, geil. Das ist so mir ist das scheiß, selbst wenn Augsburg darf nicht gewinnen, dann ist Hamburg wieder letzter. Alles darf gegen Bayern gewinnen, Hauptsache nicht 18. und 17. Oh Gott. Hamburg. Ich würde sagen HSV. Hashtag nur der HSV. Ja, er ist doch HSV-Fanboy und ich dachte ich. Oh ja. Oh Gott! Au! Alter, ich mach hier nur wieder eine Bullshit. Ey, jetzt komm jetzt, meine Fresse. Seid ihr schon da? Nein! Nein, Alter, gleich. Alter. Ja, schon eine Herausforderung einfach hier auf der Straße zu fahren. Ist schon nicht einfach. Ich bin einfach ja, ohne Führerschein. Aber mit so einem Truppentransporter ist das schon irgendwie einfach. Ja, du kannst auch alles wegmoschen da auf dem Weg. Oh ja, aber nicht. Per ist trotzdem jetzt eine halbe Stunde nach uns da, bis dann angekommen im Ding. Ja, ich fahre nur, ich glaube, mit 100 Meilen. Wo steht man? Bestimmt die KMH gibt's ja nicht, ne? Gibt's bei Internet. Du musst den First Person machen, F. Oh, Alter, ja, im Cockpit siehst du das so auf dem Dach. Cockpit. Ha, ha. Der Kindergarten hier, wir haben Start. Lukas und Per, was hast du erwartet? Können wir das rausschneiden? Mach ich gerne. Dann legst du mal so ein Piepen darüber legen. Ja, ist doch sinnvoll. Mach ein bisschen Mühe, ey. Ja, ach, jetzt hab ich wieder. Ich wieder die Scheißarbeit machen für euch, damit ihr nicht schlecht dasteht. Ich weiß nicht, ob das Video jetzt vor dem Avengers Podcast kommt oder danach. Aber da habe ich so einiges reingeschnitten. Also wollte ich reinschneiden. Ich hab's noch nicht gemacht, aber ich hoffe mal, ich mach das noch. Boah, ich hier du hast doch vorhin gesagt, du hast es schon geschnitten. Jetzt hast du ich hab schon geschnitten, aber ich hab noch nicht. Mir fehlen eben noch ein paar lustige Sachen, weil ich noch reinschneiden könnte. Ich weiß nicht, ein Face von Per wäre gar nicht schlecht. Irgendwie muss es noch mit einbringen. Für so ein Frame, ne? So ein creepy Face, Alter. Für so ein Frame, wie Gronkh immer Morgan Freeman einge oder Frau Merkel oder sowas. Weil du weißt ja, ohne Morgan Freeman das ist kein Video. Bei wem ist das so? Alter, ich sehe die scheiß gelbe Markierung nicht mehr, ihr Wichser. Ja, ich bin schon auf Flugzeug gefahren. Ja, Lukas, du Vogel. Lukas. Ich stehe ja an der Straße. Ja, aber jetzt sehe ich die Markierung nicht mehr. Kevin, du musst mir folgen. Oh, hier ist ein See. Kevin, komm mal mit. Ich muss dir noch den Sound einstellen, alles. Und ich bin einmal verkehrt abgebogen. ich bin einfach ab ins Wasser. Oh Gott! Das Feldweg. Oh, ist das richtig? Ja, das check ich nicht, wie man vom Raubüberfall mal so 50 Stunden lang fahren soll. Hier muss man hinfahren, ne? Ja, aber. Ja, wenn du dein Haus da hinten hast, ich hab mein Haus bis zum anderen. Ich müsste doch mit 3 Kilometer hier in die Wüste fahren. Haben wir nicht die Mission schon gespielt hier mal? Nein. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich hab dich mal gespielt, aber ich hab noch nie mit dir gespielt, jedenfalls. Ne, ich hab's noch nicht, weil ich hab nur den letzten. Den letzten hab ich gemacht, denn die erste halt. Und mehr weiß ich schon gar nicht mehr. So, warte mal kurz da hinten. Obwohl, doch, da warst du dabei, als wir beide gespielt haben. Hab ich doch mit dir gespielt. Doch, hier. Ach, die von. Ach, der Flugzeug. Ach, hier oh Gott, das war ja so schwer. Die hab ich doch mit dir gespielt. Oh, nee, oh Gott, die. Fahr gleich rein und steig sofort ins Flugzeug. Ja, das haben wir dann irgendwie.
Wir haben das letzte Mal auch gemacht. Wir sind doch alle in ein Auto reingegangen, sind hingefahren, alle ausgestiegen und der Rest hat sich da drin verkämmt, oder nicht? Hey, Partywurst, hab ich gehört? Nee, ja. Kevin, ich park gleich, ich fahr direkt zum Flugzeug durch, ja, park da. Ja, aber trotzdem bleibt es nicht kugelsicher hier, das ist offen aussteigen. Die Scheiben sind nicht kugelsicher. Ja, aber trotzdem sicherer als meine Karre da. So, ihr fährt da rein und ich mach das von außen. Ich hol einfach. Ich wette jetzt schon, dass der Lukas zuerst stirbt. Das sag ich jetzt. So, weg die Wichser, so, zack. So, rein da jetzt. LOL, alter Pär, du bist ein Dick am Lecken, ey. So, aussteigen, aussteigen. Alter Pär. So, da hinten steht einer. Lucky. So, hier, zack, weg. Der ist weg. Der ist noch nicht tot, Tore. Doch, der ist tot. Doch, der ist tot. Der ist noch auf der Karte, der ist nicht tot. Der ist außen, das ist hinten außen. Der ist kaputt. Hier ist ein Medikit. Okay, warte. Ich krieg ein bisschen Deckung. Boah, das Flugzeug steht aber. Ey, das Auto steht hier richtig gammel, ne? Warum? Weil wir jetzt keine so eine geile Deckung. Also hier ran. Ja, mein Typ will das aber nicht so richtig. Aber wir müssen ja auch alles. Ach ja, wir müssen ja auch alles wegmachen, ne? Stimmt. Natürlich. Ja, ich jetzt alle ja, alles killen. Nix in der Ecke, Kevin. Da ist noch wieder einer. Da kommt einer. Ja, du guckst an der Seite, die, wo ich nicht gedeckt bin, weißt du? Also von hinten. Ja, kann jemand da kommen? Ja. Da kommt ein Auto. Sie ist in der Luft. Oh, die wird angeschossen von hinten. Ich dachte, du guckst da. Nee, von rechts ist keiner. Guck auf die Map. Da ist auch keiner. Komisch, von wem wird angeschossen? Wen ihn rauslehnen? Hä? Weiß ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Scheiße, ich kann Raketenwerfer oder ich gestern P-Waffe habe ich noch nicht. Wie gesagt, wir werden mit dem Heist machen, werden ein bisschen Scheiße bauen. Die GTA 5 ist da viel machbar. Ja, wir haben schon jetzt einige Stunden Spielzeit hinter uns jetzt. Wir haben schon Heist gemacht oder so. Aber meistens machen wir eh nur Bullshit, locken uns ein und knallen uns gegenseitig ab. Das ist Sinn des Spiels, ne? Das ist normal, ne? Ja, mit Lukas kannst du auch nicht anders machen. Hihihi. Lukas ist auch immer so evil, dann nur OP-Waffen los. So, hier, zack, Auto ist clear. So, ein bisschen hier wieder Leben herstellen, so. Da unten hängt noch einer, ein Wichser. Hinten liegen noch Schutzwesten-Tore, ne? Wo denn? Zeig mal. Hier. Achso, war noch da eine. Da liegt ein Medikit. Das haben wir schon. Achso, den kannst du auch nehmen. Hier ja. In der anderen Ecke, da liegt eine Schutzweste, da. Da. Sehe ich nicht, bei mir nicht. Aber ich hab auch noch eine Weste. Alter, Kevin von rechts. Was ist beide? Nee, da ist noch einer. Beide nicht tot. Ich hab die beide umgehalten, die liegen beide auf dem Boden. So. Ja, der eine ist down. So, da kommen noch drei. Noch die von da, die paar. Die drei Stück da noch. Alter, der trifft mich voll. So, weg. Wenn jetzt. Wir werden ja aber einfach auf schwer starten können. Das war voll zu, viel zu einfach. Echt? So, wir haben es gemacht. Letztes Mal, weißt du, wie oft wir das letzte Mal versucht haben? Oh ja. Wahrscheinlich stört Pers mal ab. Ja, wie, Alter. Die Taktik mit dem einfach reinfahren ist eigentlich am besten und weg. Wenn man denkt, man hat's geschafft, dann kommt ein Dominik daher und setzt das Boot auf Land. Ja. Ja, das hätte ich mal aufnehmen sollen, das war eine epische Aktion, glaube ich. Ich geh mal mit daneben. Was macht ihr denn so ein Nee, ich hab das nicht mitgehört. Ey. Das war richtig witzig. Da müssen wir noch irgendwas machen? Oder müssen wir warten? Ich bin weg. Wir müssen warten. Ja. Achso, ja, verlass dich, geh da oben. Ja, Lukas, warte, ich komm. Das sind nur zwei Sätze, ja, scheiße. Ja, Kevin, ja, ich durfte, komm in die Galerie-Karriere. Ja, Mann. Ich mach gerade Landeanflug auf den Flughafen. Lol. Tore. Konnte Job oder Aktivität nicht betreten. Oh. Kehre zu GTA Online zurück. Hä? Das ist jetzt natürlich belastend. Nö, einfach so. Einfach so. Na, ja. Der Disconnect. Hey, what the fuck, warum? Weil jetzt unsere Mission zu Ende ist, Tore. Das ist jetzt belastend. Ja. Richtig belastend. Was soll ich da machen? Nicht disconnecten. Ja, ich bin nicht disconnected, als wenn ich disconnecte. Ich hab so eine Aufnahme. Nein, bin ich nicht. Einfach Schwarzscreen gehabt und dann bin ich raus. Nein! Boah, das Game zackt so richtig Bälle, ne? Meine Fresse. Musst du wohl mal jetzt deine Bälle dagegen halten. Ja. Oh, die GTA Online-Sitzung hat Probleme. Ach nee. GTA Online wird betreten. Ja, das ist ja super. Interessant. Story-Modus wird geladen. Bei mir auch. Ist der Story-Modus geladen? Bei mir wird GTA Online. Bei mir ist GTA Online geladen, glaube ich mal. Die ja, Server. Das waren die vorhin auch schon. Bei mir aber GTA Online wird geladen. Ja, bei mir auch. Also ich bin jetzt in meinem Haus wieder. Ja, das hat ja schon super. Erstmal für Sprecher hier. Das hat ja super funktioniert, Alter. Das können wir trotzdem so nehmen als Aufnahme, weil die Vorbereitung war ja zu Ende. Per hat nur landen müssen, das hätten wir eh nicht gesehen. Ja, gut, also auf jeden Fall, wir hätten also die Vorbereitung ist ja geschafft, wir hätten jetzt einfach nur landen müssen und das war's. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die mal außerhalb, dann muss die Aufnahme nochmal. Und das war schon eigentlich von der ersten Vorbereitung. Ja, aber die Folge ist noch nicht zu Ende. Wir müssen uns nochmal, ich glaube, wir treffen uns nochmal bei dir im Haus, Lever. Für deine Bude nochmal sehen, ne? Ja, da war ich gerade, jetzt bin ich gerade rausgegangen, du Wichser. Ich bin recht mit drin, ja.
Ja, ich suche mal mein Auto. Warte, wo ist denn mein Auto? Da ist mein Auto. Ein richtig geiles Hotel, Mann. Ja, richtig geil. Oh ja, ich glaube, wir müssen uns gleich erstmal in deine Hütte die Köpfe dicht. Wie, wo seid ihr morgens warm? Wie kann ich jetzt nochmal sehen, wo ihr genau seid? Ah, mit Doppel, mit hier mit Y, ne? Mhm. Aber ihr seid irgendwie bei mir ganz weit weg. Nee. Ich seh nicht mal einen Kollegen. Ich bin ja nicht mal auf. Wir sind ja nicht mal bei dir. Aber Kevin ist doch da. Dachte ich. Der müsste so blau markiert sein. Ja, ich weiß, wie Freunde aussehen, aber ich. Ach, Kevin ist bei mir gar nicht in der Lobby drin. Das ist. Ich kann immer nach. Kannst du mir mal nachjoinen, würde ich sagen. Ja, das war jetzt. Das war leicht gay jetzt irgendwie. Oh. Aber da können wir leider nichts machen. Und wie ihr seht, in Internetsturm war es nicht. Bei mir läuft es jetzt ja wieder. Ja. Da schieb ich erstmal. Rockstars. Da schieb ich erstmal. Ja, schieb ich erstmal Rockstar. Die Schuld in die Schuhe, Alter. Schuld in die Schuhe. Folge und direkt mal haten, wa? Erstmal ja. Direkt hier losflamen, wie es gehört. Oh ja. Aber die ganze Zeit, wir haben es tausendmal jetzt so eine scheiß Mission gemacht. Ausgerechnet jetzt muss man das. Kriegt man so einen Disconnector. Boah, leck mir doch die Puppets, ey. Wo seid die Mongos denn jetzt? Ja, na, bitteschön. Ja, bei mir sagt der Rockstar, kann keine Verbindung herstellen. Mir sagt der Lade. Gut gemacht, Rockstar. Ich bin jetzt bei, ich komm jetzt bei den Leuten, bei mir geht alles. Ja, Alter, den ich haben. Kann ich den fahren hier? Wahrscheinlich, das war ehrlich, von mir war. Das ist richtig ärgerlich. Siehst du, Per hat die Lobby zum Einschuss gebracht, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Wahrscheinlich. Oh, hier, zack. Bist. Und wie geil das aussieht. So, was kann ich mit dem Ding denn machen jetzt hier? Alter, das ist mega unwendig. Hui. Was hast du denn? Megabus. Ist gegenwärtig voll mit Spielern, ey. Gegenwärtig? Mich belastet, aber jetzt hat gerade jemand. Lukas, du bist bei Tore dran, ne? Ja. Wo ist denn? Sehe ich gerade. Alter, wo seid ihr beide denn? Ich komme gerade zu dir. Bin bei mir in der Garage. Ich guck gerade auf die. Wo ist denn die Map? Wo seid ihr denn? Bin bei mir in der Garage. Ich weiß nicht, ob deswegen eigentlich angezeigt wird. Doch, du bist eigentlich im Haus auf mir angezeigt. Du kannst oben rechts hoch, sind Spieler, siehst du das? Wenn du einmal runter gehst, glaube ich, rechts in der Auswahl. Warte mal. Rechts ist doch die Legende, ne? Rechts eine Legende? Nee, von mir nicht. Hä? Klar ist da die. Was das für ein Zeichen bedeutet. Also, ich drücke jetzt Doppel-Y. So, da bin ich auf der Map. Doppel-Y? Ich gehe auf. Ich geh auf Pausen auf Karte. Achso, so meinst du. Erstmal alle Tasten durchdrücken. Wie geht das denn nochmal? Ah ja, Pause. So, Escape auf Karte. Wahrscheinlich. So, ja, Escape ist richtig. So, und das zweite von oben rechts ist andere Spieler. Andere Spieler, ja. Da kannst du ja mit dem Fall durchklingen. Ah ja, da seid ihr. Da oben seid ihr. Da, wo seid ihr? Da ist Lukas. Wieso seid ihr denn da ganz oben? Ich bin hängen hier unten, Alter. Ich bin bei mir im Haus. Das muss doch nicht ernst jetzt da ganz hinfahren, Lukas, ne, oder? Nein, ich komm zu dir. Ja, dauert ja Ewigkeit, bis du mal kommst. Kannst du mich mal abholen? Ich hab ein Flugzeug. Wo bist du denn, Tore? Ich bin hinter dir. Ich war mal im Haus noch. Guck mal, wo die anderen. Ja, guck dir mal an, wo die anderen beiden sind. Ich bin nicht mal einen Kilometer von dir weg, ich komm vorbei. Ja, das muss den anderen morgens da düsen, ey. Wo seid ihr denn? Ich kann mal zu dir, warte mal kurz bitte jetzt. Wer ist er denn hier? Da, das ist Kevin. Wo sind jetzt die anderen beiden? Lukas hat ein Flugzeug. Ja, was ist die denn? Klick einfach durch da oben. Die Namen. Ach so. Jetzt. Lol. Jetzt verstehe ich es langsam. Lukas, ich glaube, du musst mal durch Tora die Wüste fahren. Ich sehe dich schon. Die Karte von GTA. Ihr seid ja auf dem Airfield da oben, Mongos. Oh, ja, ein Flugzeug. Die kommen doch angeflogen, ja. Oh, Mann, du. Lukas, das war jetzt nicht dein Ernst, oder? Da war ein Stein. Ja, Lukas hat das Flugzeug verkackt. Ja, gut. Wie soll ich jetzt da hinkommen, so schnell, meine Fresse? Ich steige mir ein, wir fahren kurz zum Airfield, die Orten holen auf. Ja, boah, Junge, Alter, das war mega knapp. So, hier, verpiss dich. Ich bin jetzt bei deinem Haus fast. Ja, sie gucken auf der Map, wo ich bin. Ich fahre hier mit dem Bus rum. Ich dachte, du wartest mal kurz. Nein, ich will nicht warten. Ich kann noch. Ja, dann finden wir uns hier im Bus alleine rum. Sehr spannend. Ja, weil dir. Keine Ahnung. Wir schießen einfach alle auf ihn. Du bist weggefahren. Ich stehe jetzt beim Haus und du bist weg. Warte mal, wo seid ihr beim Mongus denn jetzt mit dem Flugzeug? Ach da, ich bin ein Helikopter. Wie weit ist denn bis dahin? Jo, 7 Kilometer läuft bei euch. Jo, ich war schon wieder rausgeschossen, ne? Wer zu dir kommt gerade ein Helikopter geflogen? Bei mir kommt gerade ganz schön viel geflogen. Wir können den aussuchen, wo man spawnt. Bei mir spawnt immer mein Behindertenhaus. Der kannst du auch immer ausstellen. Das kannst du auch stehen, Options, dass du nicht mehr im Haus spawnst. Ja, weil das ist irgendwie schwul. Warte mal. Das ist ja auch. Ja, warte mal, muss ich nächstes Mal gucken, wie das geht. Ach da, Spawnpunkt, ja, Towers.
zufällig letzter Ort bin ich. Ja, letzter Ort ist gut. Hi Kevin. Ich mach mal auf letzter Warum Ort. Warum kann ich denn hier nicht in den Titan einsteigen? Hi. Von dem Typen der Titan. Bäm, Junge. Alter. Oh, das Ding ist so krass. Ist das der verwendende Kreis? Genau. Was hat das überlebt? Warte, Tore, warte. Was machst du denn da? Ich schieß dich raus, wenn ich stehen bleibe. Wehe. Was willst du denn? Warte doch, meine Fresse. Hi, Fahrkarte bitte. Lo, Alter, willst du dich verarschen? Junge, Alter. Dich doch ganz ehrlich, Junge. Hä, hey, der Typ ist unbesiegbar hinter dir. Das ist lecker. Nein! Ah, ja, zack, so. Wichskopf, ey. Mit dem Ding. Nee, das ist der total scheiße. Ja, nee, also wenn du ihn töten willst, dann kannst du ihn nicht töten. Man kann, die Bots können ihn nur töten, also die KI-Leute hier. Ja, guck mal, so manche Stellen kommen irgendwie, weiß ich nicht, aus San Andreas irgendwie vertraut vor, muss ich sagen. Tatsache. Das ist auch die Map. Ja, ja. Aua! Irgendwas tut mir weh. Scheiß Hacker ist das. Oh, lol, doch nicht dahinter! Alter! Alter! Die Steuerung hakt! Aua! Boah, Junge, ich bin fast tot, ne? Ja, lol, okay. Ich bin vom Auto umgefahren. Alter, ich treff den mit dem Ding nicht. Alter! Hey, Leute, eben vorne auf dich drauf passiert nichts. Ja, du! Alter, kannst du mich am Arsch stecken, ey. Sniper-Skills? Ich hab keine Sniper, wie viel kostet die? Nicht viel. Eine Menge. Kostet nicht viel. 20.000 oder war das? Ja, okay, ja noch. Da kann ich mir noch leisten. Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Bin ich hier rüber? Oben. Ah ja, perfekt. Lalala. Oh, die Cops kommen, Kevin. Alter, schieß doch nicht auf mich! Oh, ich muss mal abhauen, glaube ich. Oh, oh! Ah, komm, hier, gib ihn doch hier. Zack, weg. Ja, ich habe nur noch minimal Leben. Weg. Oh, geil. So. Kevin, nimm mich mal mit. Komm. Ja. Oh, sorry, Alter. So, steig da ein, dass du. Alter, diese Steuerung. Ja, auf der anderen Seite. Alter, Junge, fick dich doch. Ich guck mal wenden, Moment. So. Ja, erstmal umfahren. Ey! So, go hier. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Ja, zum Airfield. Das ist übrigens mein neues Auto, Tore. Unser Airfield? Was ist das für ein Auto? Keine Ahnung. Ja, fahr mal oben. Hat glaube ich 300.000 gekostet oder so. Fahr mal zum Airfield oben. Ja, ich mach kurz mal dem Heli weg hier. Welchem Airfield oben? Ihr seid doch beim Airfield da oben, hab ich sogar markiert auf der Map. Ja, aber du fährst zum Militär-Airfield. Ja, nee, Kevin fährt. Kevin. Yo, auf jeden Fall voll logisch. Das Auto haut das mal voll weg. Ist überhaupt nicht unlogisch geflogen, wurde. Nee, also wir haben noch zwei Reifen, ich glaube, das ist blöd. Oh, scheiße. Aber reicht. Ja, reicht, komm, gib Gas. Wir rollen noch mit den Besten. Rollen mit den Besten. Oh Gott. Guck mal, ich hab so einen Schall. Achso, oh Gott, deswegen. Wir rollen mit Kevin. Ja. Kevin geht sowieso immer steil. Bei allen Kevins geht's steil. Oh ja. Boah, ja, kein Bock drauf. So muss ich nachher diese behinderte Vorbereitung im Marsch spielen, ey. Ich muss nachher mal das geile Video schneiden. Wir müssen eigentlich noch Battlefield aufnehmen, Kevin, ne? Hm? Hast du heute noch Bock oder nicht mehr? Ich guck nebenbei Fußball, alles was wir auf dem Rechner aufnehmen können, nehmen wir auch. Also Crew wollte ich Niklas gestern aufnehmen, nur Crew ist einfach fast unspielbar. Warum? Es ist Niklas während der Ultron, ist Niklas sich dreimal gefreeze. Den Abend davor ist Niklas viermal gefreeze. Könnt ihr irgendwie auf einer Autobahn fahren oder sowas, sodass ich landen kann da drauf? Ja, ich fahr auf einer Autobahn. Wir haben jetzt nur noch einen Reifen, Per. Alter, okay. Kevin, willst du mich jetzt fahren? Jetzt haben wir gar keinen mehr. Jetzt haben wir gar keinen Reifen mehr. Oh doch, komm. Nein, der lebt noch. Ja, alles safe. Wie kommen wir hier nur weg jetzt, ohne ins Wasser zu fahren? Ja. Dann mach ich auch ein Ego mal schauen. Ja! Alter, du bist doch so ein Mongo, weil. LOL, weil er springt einfach mal raus. So, lass mal eine neue Karte. Du bringst mein Flugzeug zum Schwanken. Hier, zack, verpisst euch mal hier, ey. Ich mach gar nichts. Kevin, hilfst du? Kannst du mir mal helfen hier oben? Ich verliere Sterne. Bist du ein Mongo, ne? Du hängst da unten. Ich verliere Sterne. Da oben kommt Wondor. Alter, komm. Sie soll auf der Autobahn sein. Ja, ich bin echt fast tot, Alter. Wir ein bisschen helfen, wa? Ja, Per, kannst du. Alter, Per, was machst du da? Landen! Lol. Oh, 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 Alter! Oh, kommt rein hier! Ja, warte! Lukas, warte auf mich! Rette Lukas, mich! Kannst du nicht einsteigen. Warum denn nicht? Yep. Jet kann man Weil Lukas einen Sitz hat. Ja, toll, jetzt bin ich tot, danke schön. Ja, Leute, ich stehe hier mitten auf der Schnellstraße. Ja, ich bin tot, Per. Ja, ich muss gucken, wo du bist, ich komm jetzt. Ich habe jedenfalls keine Sterne mehr, das ist das Geile. Hi Kevin.
Oh, ich kann mit einem Spawn. Alter! Du bist so ein Wichser, ne? Warum quill ich? Warum schießt okay, du mich ich bin, da, ich bin gleich da. Irgendwie ja, kommt Lukas Tore nicht. Mich mit seiner scheiß Nase vom Jet an. Wo ist denn der Mongo jetzt? Da ist er. Warte, auf Tore nichts los. Tommy kriegst du nicht. Ja, ich hab keine scheiß Sniper, ich muss mir mal einen kaufen. Das sind zwei Sitzer. Ja, wehe. Nein, ich glaub nicht. Fliegt aber gleich einer raus, ey, sag ich aber jetzt schon. Gibt's eigentlich, aber, jetzt echt keine, gibt's eigentlich echt jetzt keine Granaten? Natürlich gibt's Granaten. Ich will mal kurz gucken, ob ich bei Lukas einsteigen kann. Lukas, warte mal kurz. Kannst du nicht, das ist Lukas, ein Einsitzer. Lukas, komm mal runter. Das ist ein nee, Lukas, ein Einsitzer. Warum geht das denn nicht? Das ist so scheiße. Na gut. Komm hier rein. Ja, weil er nur einen Platz hat. Geht das nicht. Andere Seite, Tore. Ja, warte, ich muss hier kurz... Wo geht's Alter, rein nicht, hier? Nicht in den LOL! What the f- Was? Das geht? Du wow. Läufst in den Propeller rein. Ich hab F gedrückt und der Typ backt da rum. Ei, wartet auf mich. Ja, wir haben grad ein kleines Brüder. Juhu! Alter, Junge! Alter, so geschreddert, ey. Alter, wenn das realistisch... Das freut mich natürlich wieder, ne? Jetzt, Fixer, jetzt wartet mal auf mich. Ja! Ah, habt ihr habt ihr dafür einen Stern gekriegt? Drei. Sterne. Alter, ja. Zerfetzt so... Ei, oh, Junge! Wir stehen ja auf dem Heli auf der Landebahn, auf, das, auf der Autobahn. Das ist eine Landebahn? Okay, dann lande ich auch mal hier. Mann, ich will einfach nur mal einsteigen jetzt. Wie geht das denn jetzt hier? So, jetzt fahrt mal vor da. Achso, das war ein Heli von uns. Alter Peer, bleib stehen. Ja, da ist ein Heli davon, schießt Tore. Ja, Alter, Alter, du hast mich mit dem Flügel geköpft. Ja, Alter, so. Steig ein jetzt. Geht nicht! Alter! Joa, ist er mit dem Reifen, Mann. Alter Junge. Tore, du dummer Hurensohn. Ich hab einen rausgeschossen. Alter, Kevin, wo fliegt der denn? Kevin, was machst du denn? Ich bin tot. Ich hab hier rausgeschossen. Das war wohl nichts, was? Jetzt hängen wir hier unten. Wie geil. Oh ne. Lol, kann ich hinschwimmen, ist doch scheiße. Das gibt Ärger, Tore. Ihr habt doch nichts gemacht, Mann. Ja, ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts vernichtet. Ja, ich weiß, jetzt haben wir gar keinen Flugböse. Doch, Lukas. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Das hier ist das typische Tore, weißt du? Wenn er es nicht kriegt, dann kriegst du keiner. Ja, wenn kein Mief, soll ich jetzt hier rumstehen? Die fliegt weg, das ist doch mega scheiße. Jo. Alter, Lukas. Ja, warte, ich hole das ich organisiere. Ja, dann such mal was mehrere hier Dings uns hat. Dein Heli, ne? Ich organisiere. Tore. Ja, geh ich auf den Sack. Er holt sie nicht. Hey, ich spawn im Instant wieder tot. Geh auf den Sack. Geh auf den Sack. Ja, du hast mich gerade auch irgendwie geknallt im Mongo. So, ich will das Flugzeug nicht. Ich hol das Flugzeug nicht. Du bist doch allein gestorben. Was denn los? Sammeln bei mir. Ja, da sind überall Korps. Ich hab Stern. Ich nicht. Natürlich eher, weil ich Natur kommt von anderen Leuten abballert. So, ich hol das Flugzeug noch hier raus. Pass mal auf. Ja, darf ich nicht? Du kommst ja gleich schon. Wie komm ich denn da rein? Nein. Achso, das heißt, das ist ja, oder? Zwischen den Kopf und alle ziehen auf Tore. Ja, das ist voll unlogisch. Alter, ich komm in das scheiß Flugzeug nicht mehr rein, ne? Unlogisch, wir haben ich und Per nichts getan. Ei, Alter, direkt in die Fresse. Alter, stell dir vor, sowas gibt's in Wirklichkeit, ey. Guck mal, 1000 Cops an und schießen die einfach alle in die Fresse. Alter, sind wir ja mega gut. Wir kommen in die USA, wa? So, wo soll ich jetzt hin, Per? Ja, ich bin tot. Helikopter. Ja, Lukas hat dich platt gematscht. Was hab ich? Können wir den da rausschmeißen, Per? Rausschießen? Ja, können wir. Also jetzt mach ich Tore. Gleich. Lass doch mal den Papa machen hier. Warte mal. Ja, geil, ja. Weiße Tore, weil du da rumgelaufen bist, konnte er nicht landen. Warum soll er denn landen überhaupt? Ja, wir rausschießen können. Ja, aber warum? Damit wir irgendwie da mitfahren können. Warum Lukas, jetzt... verpiss dich hier mal. Alter, Lukas, ne? So, komm, kann ich jetzt auch einsteigen. Alter, Lukas stupst den Polizisten an, wie geil. LOL! Alter! Lukas wird beschossen, krass. Alter, hier hat voll beschossen hier! Kevin hat auch einen Stern. Leute tot. Kevin hat auch einen Stern gehabt, irgendwie. Ne, ich wurde vom Auto gefahren. Alter, der Per, da steht ne voll im Muskelmann, ey. Yeah. Na, Per, was geht ab? Wie gepumpt kann. Oh ja. Guck mal. Tore, weißt du, dass du mir echt auf den Keks gehst? Ich hab dich einmal nur geboxt. Und jetzt haut der scheiß Heli schon wieder ab und ich hab schon wieder 1000 Dollar verloren. Wieso, was machst du da für einen Kram? Alter, Junge! Ich buch einen scheiß Abholungs-Heli. Ja, wo soll ich das denn wissen, du Mongo?
Weil es ein paar Mal gesagt hat? Nee, hab ich noch nicht gehört, weil Kevin mich die ganze Zeit killt. Leute, so, da kommt jemand Fallschirm. Ach, was? Hi, Lukas. Jo, weißt du, bist hey, du geil? Geil. Jo, den jetzt Fallschirm kann ich mit dem Sniper geholt. Warum geht das nicht? Wen hast du geholt, Kevin? Ja, die genau, Fall, mich. Die ich mir mit dem Sniper geholt. Ja, Tore, nächste Abfrage in 4 Minuten. Geil. Warte, ja, machst du nix, halt machst du nix. Warte, komm. Alter, für Cops hier rumlaufen. Das ist der Wahnsinn. Würde ich sagen, endet die Folge hier erstmal, wa? Alter, ich bin schon wieder. Oder, nee, Tore? Tot bin ich noch nicht. Warte gleich. Noch kurz. Alter, Phil, geh nicht auf den Sack. Alter, ich kann auf dem Wasser fahren. Hey, wie cool. Oh man. Oh, Phil, wie langweilig. Man kann da auch auf dem Wasser fahren mit dem Auto. Eigentlich. Per, kannst du jetzt mal einen Granatwerfer hier reinballern zum feierlichen Abschluss? Ein das soll alles mal explodieren. Das soll mal alles explodieren hier, der ganze Autohaufen. Halt, dann könnt ihr mal irgendwie das alles zum Explodieren. Lukas mit der Minigun. Lukas, ich hab dir gesagt. Was? Halt mal in die ganzen Autos hier rein. Das muss doch alles in die Luft gehen, oder? Oh ja. Alter, irgendwas hast du geschmissen. Alter! Oh Junge! Oh Kevin, ich schub die ab, dann kommt der gute Vollpfosten. Das war ein schöner Kill, du Vollpfosten. Ja, so, das war ein schöner Abschluss. Alter, hast du Molly geschmissen? Nee. Was waren das denn, Granaten? Ne, C4, oder was ist das? Das war C4. Wie viele Sterne hast du jetzt? 5? Boah, 4. Alter, das war geil. Naja, wo ist der Kevin? Wollen wir ein Abschlussfoto machen? Wo nein! Ein Abschlussfoto? Hier, verpiss dich mal da. Alter, Heli wollte hinten landen. Ja, ein Abschlussfoto. Alter, du bist ein Wichser, ne? Ich werde dich ständig gekillt, das ist so nervig, ey. Ich bin auch so OP. Tori, krieg doch mal eine Killcam. Ja, ich will auch mal OP-Waffen haben. Ich hab nur so Pistole zu Gewehr. Da, ich dachte, du hast es ja. Per ist gestorben, hammer geil. Ja, bei 4 Sternen. Ach so. Jetzt kann ich aber Lester. Ach so, Lester kann ja auch die Kopfstück machen, ne? Wie war's? Jo. Ja. Ja. Das ist eigentlich ziemlich geil. Na gut. Wo seid ihr morgens denn jetzt? Ich will mal kurz noch einmal euch in die Kamera kriegen. Wo seid ihr denn? Da kommt noch jemand angelaufen. Der Per kommt noch. Wo sind die anderen beiden denn? Ich und Lukas, wir spielen jetzt gerade im RPG. Wieso hast du ein RPG? Ne, er mich. Vorne steht jemand auf der Straße. Alter Lukas, du kannst mich am Dick am Arsch lecken. Wieso killst du mich denn? Die haben das Auto geschossen. Du hast mich vernichtet, steht da. Ja, und das Auto hat dich vernichtet. Da hinten ist Kevin. Naja gut, hi. Gut, dann haben wir mal. Alter, ich hab 3 Sterne, warum hier denn der? Ja, wenn du hier die ganze Zeit Lukas abballerst? Das ist doch voll evil, Mann, da kriegt man instant 3 Sterne. Alter, es kam da dann geflogen. Eine Rakete. Boah, Alter, Per, fick dich. Das bin ich lauf hinter dir, du Kugel. Wer ist denn das da oben? Per, Kevin, bei dir oben steht ein Schütze mit einem RPG. Ja, das ist Per. Alter. Nein, das bin ich! Wieso bin ich denn jetzt schon wieder tot? Oh Mann. Ja, Lukas ist das. Nee, Lukas hat mich nicht getötet, irgendwann hat mich von der Seite gemacht. Ja, genau, Lukas, doch, Lukas war das. Nee. Lukas, kannst du mir der am Arsch legen, weißt du? Lukas! Ist auf dem Sack, ne? Du bist du denn im RPG? Gut, lass mal alle nochmal auf der Straße treffen. Warte, ich komm. Ja, ich bin mal Per. Ich bin mal Lukas hier. Oh ja, wir treffen uns hier vor den ausgebrannten Sheriff-Fahrzeug. Ja, warte. Erstmal Ego schalten hier so. Ja, also Leute, die Ego-Perspektive ist natürlich integriert. Kann ich euch mal zeigen. Mega ja, geil, ja. Eigentlich ganz cool gemacht, muss ich sagen. So, warte, ich komm. Einmal kurz die ganzen Cops hier, durch die ganzen Cops laufen. Aber ich weiß nicht, ich spiele irgendwie lieber im Third Person, ich weiß nicht. Die First Person, weiß ich nicht, passt irgendwie nicht so ganz, finde ich. Aber es ist ein cooles Feature. So, wo seid ihr? Wer fehlt denn noch? Lukas, komm, ich komme. Ist wieder das allerletzte, ne? Wieder. Und keiner schießt hier, sonst kommt direkt Sterne, ja? Ja, echt mal. Beste kommt immer zum Schluss, ne? Hä, wieso löscht da eigentlich hier nichts? Feuerwehrwagen. Das ist Deko. Ja, geht gar nicht, klar, erstmal den Typen rausschmeißen, sagst du. Wer hat denn geschossen? Ja, Lukas. Lol, ihr habt einen Stern, oh Mann! Ja, das Ding meine ich ja, wer hat denn geschossen? Ja, ah, lol, Alter. Jetzt bin ich hier und alles. Ja, jetzt sterbe ich wieder, Hammer. Alter, der Feuer war. Danke fürs Zuschauen. Ja. Wir sind in der nächsten Folge von GT Online. In 3, 2, 1 ist die Folge zu Ende. Vielleicht mal wieder mit F. Alter, vielleicht mal mit etwas sinnvollem wieder, ne? Gut, haut rein, ciao. Ciao. Tschüss.